Wenn man einen Hund hat und einen zweiten dazu nimmt, ist es natürlich total hilfreich, wenn der erste Hund Hundebesuch bei sich zu Hause schon total klasse findet. Rocky ist nicht so. Der mag eigentlich prinzipiell keinen Hundebesuch. Das hat uns ein bisschen bekümmert, wir haben uns ein bisschen Sorgen darüber gemacht, wie das wird mit den Welpen. Aber Welpen sind ja klein, Welpen sind ja lieb. Und wir haben gedacht, das geht schon irgendwie, wir helfen auch Rocky irgendwie. Und dann hat uns die Realität ein bisschen eingeholt. Denn der Welpe ist ja auch ein eigenes Wesen, der hat auch einen eigenen Charakter und ganz eigene Vorstellungen. Und wie das alles war, das seht ihr jetzt im Film, und zwar hier. Es sind diese Momente, auf die wir uns freuen. Den Kleinen endlich im Arm halten und wissen, jetzt müssen wir ihn nicht mehr hergeben. Zorro ist 9 Wochen alt und wir dürfen ihn mitnehmen. Es ist ein kühler Sonntagmorgen im März, als wir uns wieder auf den Weg in die Heide machen. Wir sind so aufgeregt, dass wir mal kurz raus müssen, obwohl wir nur gut 1 Stunde Fahrt haben. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Eigentlich ist es nur schön. Und deswegen könnten wir jetzt mal aufhören zu filmen und uns einfach mal auf unseren Hund freuen. Ja, aber ich wollte noch mal wissen... Was denn? Was? Glaubst du, dass ich genug Zeug eingepackt habe für den Hund? Also ich habe zwei Küchenrollen eingepackt, ich habe Einweghandschuhe eingepackt, ich habe so ein Spray eingepackt, womit man Sachen wegwischen kann, so ein Glas rein oder sowas, weil das dann mal gut riecht. Ich habe Handtücher mitgenommen, falls der sich doch auf uns erbricht, ganz spontan. Wir glauben nämlich, dass der Kleine noch nicht Auto gefahren ist. Und glaubst du, dass ich die Hunde gut vertrage im Auto? Ja. Rocky steht dann unter Schock, der weiß doch gar nicht. Ich bin gespannt auf die erste Begegnung zwischen den beiden. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also ich glaube, dass Rocky ihn ignoriert. Also so einmal kurz gucken, ach so, das ist ein Baby, naja, wie langweilig, und dann tschüss. Und dann wird er irgendwie staunen, wenn der ins Auto einsteigt. Und dann, ja, wie er das dann findet, weiß ich eben irgendwie auch nicht. Aber da haben wir eine kleine Kamera installiert, dann können wir mal gucken, wie das so wird. Also wir haben schon festgestellt, dass Rocky angespannt ist. Dass der merkt, dass irgendwas vor sich geht. Aber der ist so aufgeregt, weil wir auch aufgeregt sind. Und jetzt hat er auch im Auto so ein bisschen gezittert. Ne? Dann sind die letzten Meter geschafft. Bevor wir den Kleinen mitbekommen, gibt's noch das Offizielle zu erledigen. Ein Whippet-Welpe kostet zwischen 1.000 und 1.500 Euro und wir sind mit 1.200 Euro dabei. Wir rechnen übrigens nicht damit, einen stubenreinen Welpen zu bekommen. Und in Sachen Stubenrein, was denkst du, wie oft sollen wir ihn rausbringen? Also sie sagen Bescheid, Zorro auch. Mhm. Wir sind begeistert, unser Welpe ist wohl doch schon stubenrein. Super, dann geht's endlich zum Hundehaus. Die anderen Welpen begrüßen uns freudig. Aber wo ist Zorro? Unser kleiner Mann ist ziemlich schüchtern. Hey Zorro! Zorro, Zorro! Zorro, Zorro! Zorro, Zorro! Na komm mal! Komm mal, kleines Männchen! Hey Zorro, komm mal hier! Dann gibt der Kleine sich doch einen Ruck. Und ein paar Minuten später dürfen wir ihn endlich nacheinander auf den Arm nehmen. Und es ist Zeit, dass Rocky seinen neuen Mini-Kumpel kennenlernt. Hoffentlich ist er lieb zu ihm. Schau mal, was wir hier haben. Kleines Baby. Super gelaufen. Und die zweite Begegnung geht auch gut. Fantastisch. Die Züchter hatten mir nämlich erzählt, dass die älteren Hunde die neuen Welpen, die einziehen, oft 2 Wochen lang keines Blickes würdigen und sie, wenn überhaupt, nur anknurren. Aber wir scheinen wirklich Glück zu haben. Großartig. Der Kleine ist sehr zurückhaltend, der Große freundlich. Nach 10 Minuten Fahrt legt sich Zorros Aufregung und der Welpe wird müde. Nach einer halben Stunde machen wir vorsichtshalber eine Pieselpause für den Mini. Also es läuft super. Er hat im Auto schon aufgehört zu zittern. Und Rocky benimmt sich völlig normal. Der hat irgendwie so ein bisschen weggeguckt, aber das hat er vorher auch gemacht. Und der Kleine ist hier zu aufgeregt, um jetzt hier ein bisschen zu pieseln.
und findet das unheimlich, ne? Ist klar, ist ja auch unheimlich. Und du, deswegen, wie fühlst du dich jetzt? Toll. Toll, der ist echt, der ist wahnsinnig süß. Ganz süß. Läuft das nicht alles zu glatt? Sogar zu Hause bleibt alles harmonisch. Zunächst. Gerade mal ein paar Stunden später werden wir zwei ganz andere Hunde erleben, aber dazu gleich mehr. Unser Kleiner erkundet das Wohnzimmer und hat bei der Aufregung natürlich eins total vergessen. Was tut man noch mal, wenn man pieseln muss? Also Sie sagen Bescheid. Das kann man bei der Aufregung natürlich schon mal vergessen. Wo es hier so viel Neues gibt, zum Beispiel das tolle Sofa, genauer gesagt Rockys Sofastelle. Der Große zeigt dem Welpen die erste Grenze auf. Nun könnte man meinen, sowas schüchtert einen Welpen ein oder dass ein Welpe vielleicht in einem neuen Zuhause generell schüchtern sein könnte. Tja, manchmal ist es anders als man denkt. Der kleine Herr Zorro. Als wir es uns abends gemütlich machen, fängt der 9 Wochen alte Welpe schon an, seine Grenzen auszuloten. Er beißt in den Tisch. Nein. Zorro. Nein. Ah! Hallo? Der ist so frech! Der ist so Nein. frech! Rocky, kannst du das unterüben? Wir sind platt. Zorro hat null Respekt. Es fällt uns schwer, uns das Lachen zu verbeißen. Natürlich darf der Kleine bei uns auch aufs Sofa. Erstmal nur auf unseren Schoß. Direkt neben sich würde Rocky ihn wahrscheinlich nicht akzeptieren. Dann will der Mini doch näher zu Rocky heran und wir erlauben es. Schlimmer als dass der Große es abwehrt, kann es ja nicht werden. Und dann? Der Welpe kreischt. Ihm ist natürlich überhaupt nichts passiert, außer dass er sich mächtig erschrocken hat. Ab der 8. Lebenswoche testen Welpen ihre Grenzen aus. Das ist normal. Und sie werden dann von den erwachsenen Hunden erzogen. Und die sind dann auch mal streng. Denn Rocky hat natürlich nicht generell etwas gegen den Kleinen. Als das Baby sich einen Tag später besser benimmt, darf es dann doch aufs Sofa. Da sind selbst wir baff. Vielleicht war Rocky auch am Ende einfach zu erschöpft für Widerstand. Wer weiß das? Also, das geht natürlich spannend weiter nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein paar Likes schenkt für den Film. Und vielleicht habt ihr Lust, den Kanal zu abonnieren. Und ja, wie geht es eigentlich nächste Woche weiter? Das seht ihr hier. Spielzeug teilen findet Rocky schwierig. Zorro ist das wurscht. Wie die beiden das lösen, nächsten Sonntag mehr.